Siehst du das Segel noch oder ist es weg? Nee, das ist weg. Gut. Aber ich kann den Namen ändern. Seestecher. Los. Gehört Kana. Seestecher? Ernsthaft? Ich brauche einen männlichen Namen. Also gut, Seestecher. Jetzt siehst du wenigstens was, oder? Vielleicht hätten wir, sag mal, vielleicht hätten wir vorhin, kann man nicht andersrum fahren? Nee, kann man nicht. Ja. Also wir befinden uns auf einer Insel, von daher könnte man es. Ich würde jetzt erstmal da drüben zu diesem großen Airdrop fahren, ja? Du fahr wohin. Schiffen. Du bist. Schiffhan. Schiffhan. Nee, ich meinte eigentlich, ob man vorhin nicht hätte einfach sich drehen können, aber das kann man wahrscheinlich nicht. Damit man besser am Segel vorbeisehen kann, weil so kannst du wenigstens sehen, wo du hinfährst. Ja, ja, das weiß ich nicht, aber jetzt geht's ja. Also, von daher. Ja, Hauptsache das Segel ist ab. Solange wir jetzt nicht irgendwo stehen bleiben, ist doch alles gut. Wie fahren wir denn jetzt überhaupt? Hat einen Motor oder? Pupskraft. Kannst du mal rechts gucken nach diesem Mega-Dino-Viech? Böse Viech-Dino? Viech? Fressviech? Böse, böse Dino? Der große da am Strand? Ich kann nichts sehen. Ich kann nur gerade, wenn ich mich sofort drehe, dann dreht sich Schiff mit. Ja, der frisst da. Oh, mach dich bereit. Ich hab mich machen bereit. Bis jetzt sehe ich nur Triceratops und einen Dodo. Mm-mm. Ich sehe auch einen Spucker. Da weiter rechts. Und Gogo. Ich drehe währenddessen. Dass wir abfahrbereit sind, falls Feinde kommen. Halt! Ich wollte nicht losfahren. Und was hast du Schönes? Konnte nicht gucken, will erstmal zurück. So, okay, gut, dann fahre ich erstmal aufs Wasser. Aber da kommt nämlich der Spucker. Wo? Was? Da war eben der Spucker. Ach direkt so. Hinter uns. Ach, okay. Da ist er. Da ist er. Nee, 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 nee. Los. Also jetzt, was ich habe, pass auf. Ich habe ein Holzfundament. Holzzaunfundament. Oh, drei Stück. Cool. Ich habe eine Holzwand. Ich habe 9x Feuerstein, 11x Stein, 26 Holz, 41 Fasern, 49 Leder. Woohoo! In die Kiste damit. Oh, in die Kiste damit. Und 37 Reisig. Okay. Sag mal, siehst du deinen Körper eigentlich auch ewig langgezogen, so komisch im Inventar? Ich sehe mich total komisch da im Inventar. Nee, aber das hatte ich auch mal. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte das auch mal. Okay, ich mache mir weiter keine Sorgen. Und jetzt wäre es toll, wenn du hier mal mit im flacheren Wasser mit Ausschau halten könntest, ob du diese Rombo-Viecher siehst. Weil hier hatte ich die nämlich gesehen. Steine. Eine Schildkröte. Sollte hier mal in die First Person gehen, dann kann ich irgendwie noch näher ran hier. Ich kann ja auch noch mal weiter ins flachere fahren. Hier unter uns ist ein Stein. Ja, Steine, lauter Steine und tieferes Wasser, nicht so gut. Hier, da ist, glaube ich, sowas. Wo? Aber mir ruckelt es gerade extrem. Okay. Ich glaube, da. Hinter der Kiste sozusagen. Mann. Warte, wie kann ich loslassen? So. Piranha. Jetzt ist es wieder da. Okay, könntest du noch ein Stück weiter hier ranfahren? Ich dachte, ich wäre viel näher am Ufer. Wow. Wie es bei mir gerade geruckelt hat. Ja. Sekunde. Hier, Rombo! Rombo! Nee, doch nicht. Scheiße, war eine Muschel. Fuck, wo sind die Viecher? Rombolein. Ich will euch und eure Schale. Jetzt mal rüber ans andere Ufer oder so. Also wenn du eh nach vorne drückst und die Maus bewegst, müsste es regnen. Eigentlich ganz gut gehen. Ich weiß, ich will nur nicht. Ich guck mal gerade unter Wasser. Nee. Da drüben? Nee, das sind Piranhas. Sag mal, das gibt's doch nicht. Wo sind denn die Mistviecher? Wie komme ich jetzt wieder da drauf? Einfach rauflaufen. Einfach auch rauflaufen. Nee. Doch, warte, an der flachen Stelle geht es. Warte. Ich warte, wird es dunkel?
Jetzt vielleicht? Warte, ich gucke gerade mal nach der Uhrzeit. Nee. 12.24 Uhr. Jetzt vielleicht? Ha, versuchen wir es doch mal mit Springen. Wie lasse ich los? Ach ja, eh. War ja was. Mein Gott, ist das aufregend. Noch irgendwelche Airdrops, die wir abklappern können? Sollen wir einmal um unsere Insel drum rumfahren? Hast du dir die Map mal angeguckt? Nein. Huch! Ui. Nee, Moment, lieber das so. Oh, ein Stein. Oh, oh mein Gott. Ah! Halt! Ja, hab ich aber gesehen. Was oh mein du Gott. Denn? Kann sie aber gegen die Steine fahren? Entschuldigung. Ich übe noch. Brauche ein A-Aufkleber auf meinem Auto, Floß. Jetzt sehe ich auch im Wasser nichts mehr so richtig. Nee, ich auch nicht. Scheiß Regen. Aber die krabbeln ja auch am Ufer rum, aber ich sehe hier nichts von den Dingern. Ich weiß nicht mal, was du meinst, wie die aussehen. Also doch, ich weiß, wie die aussehen, aber... Ich fahre mal hier rüber. Vielleicht ist hier ja was. Hier ist auch ein Stamm oder was. Wenn ich daneben dagegen fahre, passiert doch wieder irgendwas Böses. Oh, hier sind ja überall Felsen. Was läuft denn da hinten für ein riesen Dino? Was ist da hinten? Da, hinter den Steinen. Was ist das? Was? Was ist das? Nee, oh, das sieht voll niedlich aus. Was ist denn hier? Guck mal bitte. Da. Ja, den da sehe ich. Oh Gott. Was machst du denn? Oh Gott, es tut mir leid. Kannst du nicht S drücken? Nee. Geh weg, Schildkröte, geh weg. Die will keiner. Da. Okay, ich dreh erstmal. Denk dran, ich bin gerade nicht drauf. Ja, ja, nee, ich mach nur abfahrbereit, falls was sein sollte. Gut. Jetzt wüsste, was wir suchen, ne? Die da hinten. Warte mal, ich komme mal auf. Oh, guck mal, Stein. Upa, upa. Hauptsache, wir haben Steine. Von wo? Hat sich der Ausflug wenigstens gelohnt. Da ist es doch. Guck mal. Oh, was? Das Rote. Zeig mir mal, das sind zwei davon. Was? Oh, die sehen aus wie Okapis, nur in ganz groß. Wo bist du denn? Hier. Ja, noch genauer ging's. Ich war eben komplett neben dir. Wo bist du? Du rennst ja schon wieder zurück. Hier vorne bin ich. Ja, weil ich suche. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass du schon so weit bist. Entschuldigung. Ja, ein Riesen-Okapi, ist doch cool. Oh, ich will so eins. Oh. Ist doch wieder in Speed eingelegt, oder was? Nö. Oh, guckst du dir an. Oh, hallo. Jetzt auch egal. Hallo, Pufftot. Wer seid? Da ist irgendeine Schlange, oder was? Okay, ich bin weg. Hilfe. Wir brauchen die Rombo-Viecher, Mann. Oh. Ja, wir fahren jetzt auch weiter. Aber ich komme ja nicht durch wegen der Felsen. Kann man die nicht abbauen? Ja, Tempo. Dino jagt Dodo. Ja, dann aber auch richtig Tempo. Jetzt geht's ja gerade. Immer ein Ring jetzt. Ey! Ja, ey! Bumpel. Geh weg da! Hilfe! Verfolgt er uns? Da ist ein komischer Fisch. Was? Da vorne, da. Ja, das ist ein Piranha. Oh, das ist nicht gut. Aber ich brauche doch Rombo-Viecher. Gut. Also andersrum. Bitteschön. Ja, hier kommen wir ja nicht durch, ja. Huch. Was ist denn jetzt? Ach so. Ja, ich musste da so Stämme im Wasser. Alles gut. Solange da vorne ist, ist ja gut. Ich denn. Stell mich mal hier so seitlich, dann kann ich mitgucken. La 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 la. Eine Insel mit zwei Bergen auf dem tiefen blauen Meer. Da drüben steht eine Kiste. Das ist die Kiste, wo ich mich am Anfang mal ausgerüstet habe. Ich würde ja sagen, ich gehe mal gucken, aber da ist ein Dino. Ah, lass stehen.
Sage mal. Oh. Shit. Ja. Noch eine Schildkröte. Kannst du mal bitte links gucken? Da ist nämlich dieser Riesendino. Ich gucke. Er dreht sich so lustig im Kreis, der macht gerade Party, du. Na, dann soll er da schön Party weitermachen. Ich fahre ihn jetzt großräumig und dann soll er mich in Ruhe lassen. Nö, der Party da. Party hard, mein Freund. Party jo. Hard. Sagen wir nochmal, wie die aussehen. Die sehen so aus wie so Flundern mit so Flubbeln an der Seite. Na, die sehen aus wie eine breit gedrückte Kellerassel. Ja, genau. Okay, dann. In rosa, also so rosa-bräunlich. Kannst du noch ein Stück weiter von dem wegfahren? Ja. Wenn wir irgendwie, danke. Ich setze ja plötzlich aufhört mit Party machen. Ach. Ja, sieht aber gut aus. Da soll ich bloß in Ruhe lassen, ja? Ich bin in schlechte Laune jetzt. Keine Rombos. Und wenn ich was sehen sollte, dann musste wieder ins flachere Wasser, weil hier nur Mega Piranha Scheiße ist. Und zwar große Piranha. La, 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 la. Der Abgrund. Da schwimmt eine Schildkröte. Hier ist es nicht mehr ganz so tief. Da hinten müssen Steine. Wir auch gleich wieder zu Hause sein. Da ist der Abgrund wieder. Die Schildkröte badet oder was? Ne, es war ein Felsen. So, jetzt fahren wir hier links. Ne, ich fahr lieber. Achtung, Stein! Was? Ich kann nicht lenken. Was ist Achtung, passiert? Stein. Uah. Ich stell mich mal in die Mitte. Jetzt nicht, kann ich wieder runterfallen. Da falle ich wieder runter hier. Was ist das da unten? Was ist das da unten? Stopp! Was? So, stopp, schade! Einmal hier runter gucken, bitte. Was soll ich denn sehen? Na, da ist das nicht so was? Da unten? Ja, guck doch, da flippelt's doch! Da ist es! Da ist einer! Ja! Meine Frage nur, wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich dann noch wieder aufs Floß? Im Notfall fahre ich an Land. Dann komme ich dich abholen dahin. Ja, die Frage ist nur, ob ich da hinkomme lebend. Naja, aber ich habe ja nichts. Naja, okay, ich habe ja nichts. Also. Her mit dem Speer. Bin ich jetzt? Ich würde gern ins Wasser. Komm her, du kleine Pissnelke. Nein, schwimm nicht weg. Ich treffe nicht mal. Ich bin doch in der First Person. Was war Chitin? Die Axt, ne? Oh. Ich hab nur Plan. Ich ersticke gleich. Gib mir deine. Luft! 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 Ich muss noch mal runter. Wer liegt da noch? Wo war er denn jetzt? Ach, herrje. Das hat alles aufregend. Das oh, sind hier sind ja noch viele. Mehr! Das sind ganz viele, ich sehe drei Stück. Der liegt übrigens, ja, wenn in die Richtung weiter, wo du jetzt bist. Folge den, da irgendwo liegt der. Sehr gut. Nimm sie aus. Ja, ich bin dabei, wie eine Bekloppte. Hinter dir ist noch einer, Einer. Ich muss gleich wieder hochkommen. Sehr gut. Und es ist auch nichts anderes hier gerade im Wasser. Du hast, läuft. Ja, ich komm schon. Luft! Über dir ist eine Schildkröte, ansonsten ist alles gut. Ich muss nach oben schwimmen, schnell. Luft! Oh mein Gott! Nun komm schon! Oh Gott, ich sterbe. Hilfe, ich habe kein, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann nicht schwimmen, nichts, ich bin tot. Ah! Nein, da unten bist du. Scheiße! Hast du irgendwas einstecken? Soll ich die Sachen holen? Ja, ich habe Chitin. Aber ich würde versuchen, jetzt gleich zu kommen, weil wir sind ja vor unserem Haus praktisch, ne? Wir sind vor unserem Haus, ja. Ja, dann warte kurz auf mich, ich komme. Nun komm schon! Ich habe gerade noch ein Level abgekriegt. Baby Dodo? Ich guck mal kurz nach Baby Dodo. Hm. Wo ist es denn? Draußen. Muss es irgendwo rumwandern. Ja, ich höre es, aber wo ist es? Du kleiner Scheißer, wo bist du?
Vorhin hat die es verloren. Vorhin hat die es noch auf Folgen. Was? Ist es gewachsen? Ja, der wächst. Ich sag doch, der wächst. Das bist du? Du bist das. Oh mein Gott. Du bist ja riesig. Geht ihm gut. Hat noch Futter? Zeig mir dein Futter. Ja, alle schick. So, jetzt komm ich. Wenn der gewachsen ist, könnte er jetzt langsam auch schon in den Futtertrog kommen. Tür zu. Nein, das war der Schrank. Das wollte ich nicht. Ach, die Tür zu. Och, ich muss mich ja beeilen wegen meinem Körper, wa? Hm. Noch schwimmt er da. Ich krieg die Tür nicht zu. Jetzt. Ich hasse es, wenn die Tür nicht zugeht. Weil der Schrank davor steht. Den müssen wir irgendwie nochmal umsetzen oder so. Ja. So, jetzt. Na, der nächste hier, kommt eh woanders hin. Kann es auch sein, dass unser Dingsbums wieder da ist? Unser Airdrop? Kann ich jetzt von hier aus gerade nicht sehen. Achso, ich sehe es nur so ein bisschen leuchten irgendwie. Kann sein, dass es unser ist. Muss aber nicht.